Let's Play Tomb Raider Legend, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, es geht weiter und wir gehen jetzt nach Bolivien 2, haben schon 85% des Spiels gemeistert und werden danach die Zeitspiele noch ansetzen, die werde ich mit in diese Playlist fügen, werden dann aber irgendwie Let's Zeitspiel oder irgendwie so genannt, das werden wir dann sehen, nur die sollten natürlich nicht fehlen. Wir legen los und schauen, was geht jetzt in Bolivien 2 ab. Da drüben ist sie. Ja, da drüben ist sie. So, wir haben das Excalibur, Freunde, worüber ich mich super freue. Und wir randalieren hier ein bisschen. Das machen wir doch gerne. Und wir treffen hier auch noch einen alten Bekannten wieder. Ja. So, machen wir noch ein bisschen was kaputt hier. So, weil es so schön ist. Hi. Hi. Das Excalibur ist nicht schlecht, finde ich. Man kann damit schon ordentlich Ärger machen. So, da ist noch einer. Da ist noch einer. Söldner. Alles voller Söldnern. Und irgendwann sollten die auch alle Geschichte sein. So, wo haben wir noch Söldner, Freunde? Söldner. Söldner. Ein Söldner haben wir noch. Ah, Rutland. Amanda. James. Amanda. Wir. Oh Gott. Sehen uns. James. Es tut mir leid, Amanda. Wirklich. Was tust du? Geh sofort da weg. Deshalb bin ich hier. Das brauchst du nicht. Wir können es beide tun. Es funktioniert nur einmal. Und ich werde es tun. Ach ja, ein alter Bekannter. Er ist wieder da. Und ich hoffe nicht lange. Wir werden sehen. So, wo bist du denn, mein Schatz? So, da bist du ja, mein Schatz. Ups. Schon hast du mich gefickt. Schön. Ja, es ist nicht ganz so einfach, weil sich das Wesen wirklich leicht schneller bewegt, als wir es mögen. So, ich würde es auch gerne irgendwann mal treffen. Das Wesen. So, da bist du, Wesen. Hallo, Wesen. Wesen. Du musst natürlich auch dein Gift verstreuen, ist ja irgendwie verständlich. So, das Wesen ist eigentlich ganz einfach zu schlagen. Nur das Problem an dem Wesen ist, es wirft auch unangenehme Dinge durch die Gegend. Ja, ihr seht richtig. Wo ist das Wesen jetzt? Das ist immer so ein bisschen das Problem. Das Wesen ist manchmal verdammt schnell. Da ist es doch. So, man muss es möglichst versuchen, mit dem Excalibur zu bekämpfen und dann sozusagen da einmal hin. Hallo. Und, hallo, Lara. So, das war schlecht. Das war schon mal schlecht. So, wir versuchen natürlich das Wesen weiterhin irgendwie an uns heranzukriegen. Hi. Ah, immer schön treffen. Treff mich schön. Treffen wir uns in der Hölle wieder, Wesen. Ja, schick deine komischen Schreien. Ich hab auch sowas. Ja, macht nichts. Wir fliegen dann immer mal gratis. Das ist doch auch schön. Das hat man nicht jeden Tag. Da ist das Wesen. So. Und wir laufen zu dem Wesen hin und haben irgendwas gemacht. So. Wo ist es? Da. Ups, wir sind geflogen. Ja, wir wollen das Wesen aber auch treffen, ne? So ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie da Lust zu haben, zu sterben. Nein, das ist nicht unser Hobby. Nö. So. Na, wo bist du, kleiner Stinker? Ey, kleiner Stinker.
Da bist du. Ein kleiner Stinker, du bist nicht nett. Du bist nicht nett zu Lara. Ey, mein kleiner Stinker. Ja, das ist nicht nett. Hallo. Halt dich nicht so in der Mitte auf, Wesen. Also irgendwie geht er auf PlayStation leichter. PlayStation ist er aber echt leichter. Da ist er überschaubarer, finde ich. Kannst du bitte das Excalibur wieder nehmen? Lara! So! So! So, hoffentlich bist du bald mal Entengröße. Weil du gehst mir langsam wirklich auf den Sack. So. Schön, dass du mich immer durch die Gegend schleuderst. Das ist nicht so geil. Ich finde, du bist eigentlich schon lange tot. Aber ist ja egal. So. Hä? Eigentlich bist du doch schon lange im Entengrütze, Alter. Wo bist du? Hallo? Oh. Das Ding lebt ja immer länger, ey. So, nee, falsches Waffending. Hallo? Wie kriege ich denn jetzt ein Midi-Pack? Ich hab doch keins mehr, na toll. Auf PlayStation ist das Ding echt leichter. So. Ja, ist ja gut jetzt. Ja, ist gut. Excalibur ist scheiße, ey. PC. So. Na, das war wohl das Wesen.
wenn sie das Schwert nicht rausziehen. Oh Gott! Hab ich mir die Schuld gegeben. Dabei warst du es. Du hast sie getötet. Getötet? Sie ist nicht tot. Sie ging dorthin, wohin ich gehen sollte, wo du sein könntest. Bring jetzt endlich Licht in die Sache oder ich töte dich hier auf der Stelle. Du sollst das Schwert rausziehen, hab ich gesagt. Wo ist meine Mutter? In Avalon. Es ist kein Mythos. Verstehst du das nicht? Du wirst es nie verstehen. Ich verschwende nur meine Zeit. Jede Sekunde, die du jetzt noch lebst, ist ein Geschenk von mir. All die Jahre dachte mein Vater, meine Mutter wäre am Leben. Ihn hat es angetrieben. Ich habe ihn deswegen bemitleidet. Alistair, geh sofort ins British Museum. Ruf mich an, wenn du dort bist. Nimm dir was zum Umziehen mit. Du wirst länger bleiben. Okay, bin schon weg. Sip, ruf Professor Eddington im Cavendish-Labor an. Arrangier ein Treffen. Ist gut. Was soll ich ihm sagen? Sag ihm, mein Vater hatte mit allem recht. Und dass wir vielleicht immer noch etwas tun können. Ja, Freunde, das war's mit Let's Play Tomb Raider Legend, Tomb Raider 7. Das war die Story, Freunde. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und es folgen jetzt noch die Zeitspiele. Und die Zeitspiele, die Artefakte sehe ich jetzt nicht als ganz so wichtig an. Das, was wir gefunden haben, haben wir gefunden. Aber die Zeitspiele, die werden wir auf jeden Fall nochmal zocken und gucken, wie es ist. Die werden nach und nach folgen jetzt als Nebenprojekt. Das war das Hauptprojekt Tomb Raider Legend 7. So, und weiter geht's natürlich mit Anniversary. Das ist immer noch das laufende Projekt, was auch nicht gestoppt wird oder beendet wird. Es geht weiter, Freunde, plus die Zeitspiele und plus der nächste Teil. Es wird wohl Tomb Raider 1 werden. Ich bin immer noch an der technischen Abwicklung im Gange, Tomb Raider 1 zum Laufen zu bekommen. Und wenn es so ist, kann man es ja auch unmittelbar mit Tomb Raider Anniversary vergleichen und schauen, einige Levels sind ja dieselben und so weiter. Da habt ihr dann die Möglichkeit zu schauen, was, wo, wie, wann ist und wie es aussieht und wie es war. Das war's erstmal hier an dieser Stelle mit Tomb Raider Legend. Ich sag vielen Dank für euer Zuschauen und ich habe mich gefreut, mal wieder mit euch zusammen etwas durchziehen zu dürfen. Jedes Mal immer gleich die gleiche Freude und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es heißt Let's Play bei Let's Play FK. Mein Name ist Florian Kiel und das war's mal wieder an der Stelle. Ja. Ciao.